Ja, herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial. Heute will ich euch erklären, wie man das Monotonieverhalten einer Funktion berechnet. Aufgeteilt habe ich das Video heute in drei Abschnitte. Zum einen, wie man die Ableitung dieser Funktion bildet, dann wie man die möglichen Extremstellen berechnet und wie man diese Extremstellen und auch das Monotonieverhalten anhand einer Vorzeichentabelle nachweisen kann. Und dazu möchte ich gleich zur ersten Ableitung kommen. Das Monotonieverhalten ist ja im Grunde nichts anderes als das Steigungsverhalten auf gut Deutsch. Das bedeutet, man will hier ausrechnen, ob die Steigung positiv oder negativ in einem bestimmten Bereich ist. Und genau dazu ist die erste Ableitung gut, denn die erste Ableitung gibt genau die Steigung dieser Funktion an. Dazu brauchen wir erstmal eine Ausgangsfunktion. Da verwende ich jetzt folgende. F von x ist gleich x hoch 3, das heißt eine Polynomfunktion dritten Grades. Minus 6x² plus 9x und zum Schluss noch plus 1. Das ist unsere Ausgangsfunktion. Von dieser Ausgangsfunktion wollen wir jetzt die erste Ableitung bilden. Funktioniert recht einfach. F von x, ich mache es jetzt trotzdem nochmal ausführlich. Entscheidend ist jetzt hier beim ersten Teil bei x hoch 3 der Dreier. Der Dreier wird vor das x gezogen beim Ableiten. Das x bleibt stehen und hier oben steht jetzt nicht mehr hoch 3, sondern nur noch hoch 2. Und das ist das ganze Prinzip, was man hier immer anwendet. So läuft das Ganze auch weiter. Hier ist der 2 entscheidend. Der 2er wird vorgezogen. Der 6er bleibt jetzt hier stehen, also der Faktor bleibt auch stehen. Und das x bleibt auch stehen. Und hier jetzt normalerweise nicht mehr hoch 2, sondern nur noch hoch 1. Und beim nächsten passiert dasselbe. Hier muss man jetzt aufpassen, hier würde hier nochmal hoch 1 stehen. Das heißt, man würde hier den Einser runterziehen. Also hier 1 mal 9. Und bei dem x würde er normal stehen mal x hoch 0 jetzt. Was ganz genau nimmt. Und dann plus. Und hier hinten muss man aufpassen bei dem plus 1. Das plus 1, also ein x-freies Glied, wo kein x mehr dabei ist, was der Name schon sagt, wird zu 0. Und somit haben wir auch unsere erste Ableitung schon berechnet, die wir jetzt nochmal schöner hinschreiben. Also 3x² minus 12x plus 9. Weil x hoch 0 ist ja 1. Wieder bewusst werden, es ist so eine Regel, irgendeine Zahl hoch 0 ist immer 1. Okay, damit hätten wir die erste Ableitung schon berechnet und wie gesagt, die erste Ableitung einer Funktion gibt das Monotonie- bzw. das Steigungsverhalten an. Jetzt wollen wir natürlich berechnen, wie schaut das Ganze aus mit dem Steigungsverhalten. Und dazu müssen wir jetzt erstmal die möglichen Extremstellen berechnen. Die berechnen wir auch mit der ersten Ableitung. Und die Extremstellen sind nichts anderes wie Stellen, an denen sich das Monotonieverhalten ändert. Und es gibt zwei Stellen von Extremstellen. Zum einen einen Hochpunkt und zum anderen einen Tiefpunkt, beziehungsweise ein Minimum oder ein Maximum. Was der Unterschied ist, sehen wir jetzt dann in der Vorzeichentabelle nachher. Ja, dazu brauchen wir jetzt wieder die erste Ableitung, die wir gerade ausgerechnet haben. F' von x ist gleich, was haben wir gehabt? 3x² minus 12x plus 9. Und der Ansatz für die Extremstellen ist nichts anderes als der, dass man die erste Ableitung gleich 0 setzen muss. Das bedeutet, die Nullstellen der ersten Ableitung sind die Extremstellen der Ausgangsfunktion. Hier haben wir jetzt eine quadratische Gleichung, das bedeutet, die meisten werden es wissen, Lösungsformel braucht man. Die Lösungsformel eingesetzt, schaut jetzt folgendermaßen aus. Am Anfang steht ja in der Lösungsformel minus b, also in unserem Fall minus minus 12. Dann kommt das plus minus. Und dann kommt die Wurzel. Und in der Wurzel steht b², also minus 12 ins Quadrat, minus 4 mal a, a ist bei uns 3, mal c und das ist bei uns 9. Dann die Wurzel schließen und unten geteilt durch 2 mal a, also 2 mal 3. Das wäre unsere Lösungsformel. Das Ganze müssen wir jetzt noch ein bisschen vereinfachen. Ich denke, das kann jeder selber in den Taschenrechner eingeben, damit das hier ein bisschen schneller wird.
gebe ich die gleich an. Also muss natürlich das eine mal mit dem Plus rechnen und das andere mal mit dem Minus rechnen, dass man auf die 2 Nullstellen kommt. Und dann kommen die 2 Nullstellen raus, zum einen 1 und zum anderen 3. Und was auch noch wichtig ist, was wir nachher noch brauchen werden, das sind beides Nullstellen mit der Vielfachheit 1, beziehungsweise einfache Nullstellen, sagt man auch. Entweder Vielfachheit 1 oder einfache Nullstellen, bedeutet nichts anderes. Eine einfache Nullstelle beinhaltet immer einen Vorzeichenwechsel. Das heißt, dort geht der Graph vom Negativen ins Positive oder vom Positiven ins Negative. Ja, die brauchen wir nachher noch. Einfache Nullstellen. Es gibt auch doppelte Nullstellen. Es gibt auch dreifache Nullstellen. Fakt ist immer, dass bei geraden Nullstellen, bei gerader Vielfachheit, es bei 2, bei 4 und so weiter, es keinen Vorzeichenwechsel gibt und bei ungeraden Vielfachheiten wie 1, 3 und 5 gibt es immer einen Vorzeichenwechsel. Und das ist jetzt in unserer Vorzeichentabelle sehr wichtig, zu dem wir jetzt auch kommen werden. Die habe ich hier schon mal eingezeichnet. Beschriften tun wir sie jetzt noch gemeinsam. Das heißt, in der ersten Zeile steht unser x-Wert. In der zweiten Zeile steht, ob unsere erste Ableitung positiv oder negativ ist. Das heißt, hier geht es um die erste Ableitung. In der dritten Zeile wollen wir jetzt schließlich die Rückschlüsse auf den Graphen unserer Funktion, unserer Ausgangsfunktion ziehen. Ja, dann kommen wir nochmal zur ersten Zeile. Hier trägt man jetzt die zwei möglichen Extremstellen ein, also die Nullstellen der ersten Ableitung. Zum einen x1 und zum anderen x2. Also hier, um genau zu sein, haben wir ja hier den Wert 1 und hier den Wert 3. Wichtig ist, dass davor, vor so einer Nullstelle und danach immer ein freier Platz ist, also eine freie Spalte ist, so wie man es jetzt hier sieht. Wenn es natürlich mehr sind, müssen wir auch mehr Platz, also müssen wir die Spaltenanzahl erhöhen. Ja, was wollen wir jetzt machen? Wir wollen jetzt schließlich schauen, ob die erste Ableitung vor oder nach so einer Extremstelle positiv oder negativ ist. Das funktioniert jetzt ganz einfach. Man könnte natürlich jetzt hier immer den Wert einsetzen. Das heißt, vor dem 1 könnte man den Wert einsetzen, dann zwischen 1 und 3 könnte man sich irgendeinen Wert aussuchen und das einsetzen. Dann müsste man insgesamt jetzt hier 3 Probewerte machen. Machen wir aber nicht. Wir machen jetzt insgesamt nur einen Probewert. Wir suchen uns jetzt hier eine Zahl raus, die irgendwo vor der 1 liegt. Und da bietet sich natürlich recht schön die 0 an. Ja, das heißt, wir berechnen jetzt f' von 0. Und unsere erste Ableitung war ja 3 mal 0 ins Quadrat, hätten wir dann, minus 12 mal 0 plus 9. Das heißt, da kommt raus 9. Und 9, das ist jetzt wichtig, 9 ist positiv. Und genauso schreiben wir das ja auch rein. Also links von der 1, von x1, von der Nullstelle, ist die erste Ableitung positiv. Genau. Und jetzt haben wir ja schon gesagt, jetzt brauchen wir wieder die Vielfachheiten. Und zu beiden Nullstellen haben wir die Vielfachheit 1. Und da habe ich ja schon gesagt, bei dieser Vielfachheit gibt es einen Vorzeichenwechsel. Das heißt, entweder von positiv auf negativ oder umgekehrt. Und genau das machen wir uns jetzt zunutze. Es gibt hier nämlich einen Vorzeichenwechsel. Der führt dazu, dass hier dazwischen das Negativ ist. Das heißt, wir brauchen hier keinen zweiten Probewert. Und genau dasselbe funktioniert hier auch. Hier ist es wieder positiv. Die Pfeile, die ich jetzt dazwischen gemacht habe, sind das nur, um euch zu zeigen. Die werden normal nicht eingezeichnet in die Vorzeichentabelle. Und an den Stellen dazwischen, da hat das weder positive noch negative Steigung. Das ist einfach bei 0, also da schreibt man nichts rein. Ja, beziehungsweise da schreibt man einfach rein 0, weil das ist ja die Nullstelle unserer Funktion, unserer ersten Ableitung. Deswegen schreibt man da normalerweise 0 rein. Ja, wir wissen jetzt, positiv bzw. ein Plus oder ein Minus bedeutet entweder positiv steigend oder nach negativ fallend. Das heißt, entweder eine positive Steigung oder eine negative Steigung. Was das bedeutet, weiß ja jeder. Und jetzt kann man natürlich Rückschlüsse auf unseren Graphen ziehen. Unser Graph ist, wenn wir hier ein Plus haben,
monoton steigend, das heißt ins Positive, mit einem Pfeil nach oben jetzt gekennzeichnet. Ins Negative fallend und wieder ins Positive steigend. Und jetzt können wir zudem in der Vorzeichentabelle nicht nur das Monotonieverhalten, das wir jetzt schon bestimmt haben, berechnen, sondern auch die Extremstellen bestimmen, die Art der Extremstellen. Wir haben vorher nur gewusst, ja, bei x1 ist eine Extremstelle und bei x2 ist eine Extremstelle. Ich habe gesagt, da gibt es zwei Arten und die sieht man jetzt hier ganz einfach. Wenn das erst steigend ist und dann fallend, dann haben wir einen Hochpunkt bzw. ein Maximum. Und wenn es erst fallend und dann steigend ist, haben wir einen Tiefpunkt. Ganz einfach zu erklären, wenn man jetzt hier so eine Funktion hat, die steigt zuerst und fällt dann, wie es bei uns der Fall ist, dann ist hier oben ein Hochpunkt, wie so ein Berg. Und hier unten ist dann ein Tiefpunkt, wenn es erst fällt und dann wieder steigt. Also Hochpunkt, Tiefpunkt bzw. Maximum und Minimum. Das sind die Arten, die es gibt. Die haben wir jetzt hiermit auch bestimmt. Ja, und zum Schluss habe ich euch ja versprochen, möchte ich euch noch den Graphen zeigen, wie er wirklich ausschaut. Dazu habe ich hier jetzt mal ein kleines Bild eingefügt. Das habe ich mit dem anderen Programm schon aufgenommen. Hier sieht man jetzt zwei Funktionen. Zum einen die rote, das ist unsere Ausgangsfunktion f von x. Und die blaue, das ist unsere erste Ableitung f' von x. Ja, und wenn man sich jetzt die rote mal anschaut, man sieht schon, wir haben zwei Extremstellen, wie ich es unten links in grün schon eingezeichnet habe. Wir haben hier einmal den Hochpunkt, hier Hochpunkt, und hier einmal den Tiefpunkt. Und davor ist es natürlich erst steigend, wie wir auch in der Vorzeichentabelle sehen, dann fallend und dann wieder steigend. Und genau auch an den Stellen, die wir berechnet haben, wenn man hier nämlich runtergeht, an der Stelle 1 und an der Stelle 3. Genau. Und das Blaue ist die Ableitung. Und hier sieht man auch schon, zum einen, wir haben ja die Nullstellen der ersten Ableitung berechnet. Man sieht, die liegen genau über den Extremstellen unserer Ausgangsfunktion, wie ich es in Schwarz eh schon eingezeichnet habe. Und man sieht auch, nur als Beispiel noch, wenn das hier positiv ist, die erste Ableitung, in dem Bereich, bis dahin ist ja positiv die erste Ableitung, in dem Bereich steigt die Ausgangsfunktion. Genauso wie wir es in der Vorzeichentabelle auch gehabt haben. Und so gilt das natürlich dann für alle drei Bereiche. Ja, das war dann halt mein Tutorial. Ich hoffe, ihr habt es alle gut verstanden. Jetzt mit dem Graph auch nochmal zum Schluss, dass man sich dessen bewusst wird, wie das grafisch ausschaut, nicht nur in der Vorzeichentabelle. Und ja, danke fürs Zuschauen.